Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir werden heute ein sehr geiles Video drehen. Und zwar ist der Julian eben spontan auf die Idee gekommen. Es gibt ja so viele Sachen, blind einkaufen oder das, was man zeichnet, muss man irgendwie kaufen oder irgendwie so. Und der Julian kam eben auf die Idee, warum machen wir nicht mal ein Video, dass ich nur das kaufen darf, was sich auf etwas reimt. Und ihr müsst wissen, die Bianca ist ein grandioser Reimer. Super Reimer. Man könnte mich auch Poet nennen. Was reimt sich auf Besen? Spesen. Der Juli hat das auf jeden Fall vorbereitet. Er wird mir gleich eine Schüssel mit Wörtern geben. Die hat er darauf geschrieben. Und ich darf Dinge bei Wish eingeben. Also ich darf einen Suchbegriff bei Wish eingeben, der sich darauf reimt. Also wir haben noch nie auf dieser Seite irgendwas bestellt. Oder hast du mal jemals was bestellt? Boah, ich glaube, ich habe vor 7 Jahren da mal ein Oberteil oder so bestellt. Echt? Keine okay. Ahnung. Also ich habe gehört, dass es da auch Dinge gibt, die... Also ich glaube, da gibt es einfach alles. Genau, das hast du nett ausgedrückt. Und ich muss jetzt mal kurz die Bildschirmaufnahme starten und ich hoffe, das funktioniert dann alles. So, ich will starten. Wie viele Zettel sind drin? Das? Wie viel muss ich ziehen? Ich will es nicht wissen. Okay. Hast du nicht zugehört? Oh, lila Tomaten? Echt? Für 80 Cent. Oh nein, das würde ich alles kaufen. Ich lasse mich voll schnell verarschen. Übrigens, das drehe ich gleich. Ich zeige euch, was ich mir gekauft habe. Ich falle auf jede Internetwerbung rein. Das ist krass. Das krasseste Werbung. Oh, WC-Reiniger. Kaufe ich. Okay, verlinke ich euch ganz oben in der Infobox. Haben wir aber noch nicht gedreht. Vielleicht ist es auch scheiße. Saugen. Jetzt brauchst du irgendeine Zeit. Okay, warte. Saugen. 4. Laugen. 3. 2. Baugen. 1. Jetzt, sag. Laugen. Das ist das Einzige, was mir... Das war eine Vorlage auf Augen. Das war eins der guten Wörter. Saugen, Augen. Oh, scheiße, dann hätte ich mir vielleicht eine Sonnenbrille oder eben. So. Eben. Jetzt muss ich ernsthaft Laugen eingeben. Laugen. Vielleicht kannst du eine Laugenstange. Die denkt wieder ans Essen. Das hängt ein bisschen. Suchen, Enter hier. Internet hier ist wieder 1A. Laugen. Ja, was? Warte. Guck mal, dann kommen trotzdem ganz viele Sachen für die Augen. Ja, weil er noch nie eine Laugen eingegeben hat. Warte mal ganz kurz. Nimmst du jetzt das erste? Nein, ich darf okay, nehmen, dann, was ich okay, will. Okay, dann darfst du dir auf der ersten Seite was, also auf das was, Ding hier, was hier alles okay, angezeigt das, ausruhen. Das darfst heißt, jetzt ich nicht darf jetzt nicht runterscrollen. Ich okay, darf von diesen neuen Ergebnissen, wie viel sind 12. Darfst du dir was aussuchen. Diese Schlafmaske hier hätte ich gerne in dieser Fliederfarbe hier. Die finde ich, glaube ich, am schönsten. Das sieht mir zu Flamingo aus. Okay. Oh, das macht richtig Spaß. Ich bin sehr schlecht im Reimen. Klopapier. Das war eins der schlechten Wörter. Klopapier. Klo. Stroh. Was reimt sich denn auf Klopapier? Klopapier. Sag. Toni-Bier. Keine Ahnung. Also weißt du was, du solltest auf jeden Fall kein Freestyle-Rapper werden. Was hast du gesagt? Toni-Bier? Ja, was weiß ich? Ja, dann gibst du jetzt Toni-Bier ein, selber schuld. Zusammengeschrieben. Keine Ahnung, wie sich in deinem Kopf das reimt. Da kommt doch nichts jetzt, wenn da jetzt irgendein Ergebnis irgendwas kommt. Irgendwas muss kommen. No products found. Ja, dann schreibst du mal auseinander. Da. Was soll das denn? Ja, willst du es richtig trennen? Nein, ist okay. Was ist das denn? Nee, geh mal weg, kostet 99 Euro, ich hab keinen Bock auf so einen Topf. Oh, was kann ich denn jetzt hiervon gebrauchen? Was ist das denn da? Das sieht ja ziemlich scheiße aus. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, Leute. Oh, das sind wirklich ganz bescheuerte Sachen. Da. Nee, also ich brauche jetzt hier nichts zum Bier. Wir trinken noch nicht mal Bier. Ja, komm, ich nehme das Kleid für einen Euro. Nur dieses hässliche Glas. Das möchte ich nicht. Okay. Von 143 auf 1 Euro. Alles Schnapper. Klar. Alles klar. Ach, hier voll den Terz. Ich glaube es nicht. Zitrone. Zitrone, Limone. Reimt sich das? Zitrone, Limone. Da gebe ich Limone ein. Vielleicht kriegen wir jetzt eine rote Limone, eine blaue Limone. Ah, Limonensamen. Oh, guck mal, Leute, das Ding kenne ich. Das haben wir auch schon mal ausprobiert für irgendein Video. So ein Teil haben wir zu Hause, so ein Presser. Übel geil. Wenn ihr sowas nicht habt, probiert es unbedingt mal aus. Das ist das Allergeilste. Essen on TV. Das finde ich cool, weil dann kann man so Schale raspeln. Ja. Fürs Aroma, für deine Cocktails ja, auch. Klar. Raspel mega geil. Cool. Krass, dass ich auch noch gesagt habe. Cool. Stuhl. Ja, gönn dir. Ein Stuhl. Was ist das? Was ist das? Ein Riesenbrot. Hä? Bitte kauf das. Guck mal, hier gibt es auch Teppiche. Nein, nimm das Riesenbrot. Oder was ist das denn hier? Nein, nimm das Brot. Bäm. Was ist das? Was ist das, ein Kissen? Ein Brotkissen. Ein Brotkissen.
Wenn aber dann nehmen wir jetzt auch das 80 cm Kissen. Oh, nur 11 Euro, ja. Nur noch 30, schnell, sonst ist das ausverkauft. Das ist das ich komme gerade nicht darauf klar. Ein 80 cm Brotkissen. Vor allem, dass du das auch noch auswählst. Du hättest ja auch diesen... Nagel, das war deine Vorlage, ja, stimmt's? Ja, das war eine mega Vorlage, ne? Jetzt kann ich das richtig geile. Kannst du eine Nagelfeile oder so holen. Nagel. Komm, ich bin ein netter Mensch. Das ist ja sowas von geil, sage ich euch. Okay, ich kaufe das hier für 5 Euro, weil... So ein Grundstück am... Das ist richtig schön. 5 richtig geile Farben und ein matter Topcoat. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Soll ich die oder die nehmen? Ich würde die matten nehmen. Die? Die sind alle matt und glänzend. Guck mal, findest du die Farben schöner? Oder die? Wenn du dir innerhalb von den nächsten 3 Sekunden nicht was auswählst, dann fällt das weg. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, ich nehme die für den Sommer. Richtig schön. So, Set 5. Ist das? Bye. Ich will, dass du irgendwas abholst. Wir haben schon das Brot. Ey, das ist ein krasser geht nicht, dass es überhaupt sowas auf der Welt gibt. Kotze. Ja. Das war ein Wort, was nicht so gut ist. Kotze, Rotze, Lotze. 2, Flotze. 1, 0. Ja, Rotze fällt mir nur ein. Vielleicht finde ich jetzt ein Taschentuch. Denkst du, es hat schon mal jemand Rotze eingegeben? Hey, da kommt schon wieder dieser Stuhl von mir. Dieser Stuhl ist echt... sogar noch teurer. Ja, toll. Aber hier gibt's warum kommen bei Rotze so viele WLAN-Router? Dieser Stuhl ist einfach überall. Oder okay, wenn du Schnick, Schnack, Schnuck gewinnst, darfst du noch einmal weiter swipen, okay? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Hab ich gewonnen? Nee. Spielen wir nochmal? Nee. Oh Mann, ich scroll jetzt runter. Das sind ja nur Router. Warum sind denn da nur Router? Hier, was ist das? Das sieht cool aus. Ja, komm, das bestelle ich jetzt einfach. Was soll das sein? Eine Sprühflasche. Darf ich weiter spielen? Ich weiß, ich glaube, ich habe schon 7, aber ich will mehr, weil das so viel Spaß macht. Mein Daumen ist... Ja. Nee, 6 hast du da oben. Leergut? Ja. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Wort? Das war ein gutes, aber mir fällt das Gegenwort nicht mehr ein. Leergut. Weiß ich nicht mehr. Mir ist irgendein Wort eingefallen, was mit Gut zu tun hatte. Mit Leergut. Was sich auf Leergut reimt. Nee, Mann, was ist das denn jetzt? Du hast Meergut eben gesagt. Meergut. Dann gibt jetzt Meergut ein. Rotze, Meergut. Ach so, Meergut. Ich dachte Meergut. Dann hättest du vielleicht noch einen Sonnenhut. Oh ja, stimmt. Ja, nee, das habe ich auf jeden Fall gemeint. Gib mir Meergut. Dann mach auseinander. Ja, vielleicht erkennt diese tolle Suche hier auch einfach nur englische Begriffe. Ist ja auch alles auf Englisch. Ja, das ist doch toll, hör mal. Nee, guck mal. Oder guck einfach jetzt mal Meerhut. Okay. Vielleicht kommt da was Geileres. Vielleicht gibt es wirklich Leute, die denken, oh, nicht genug Huts. Meerhut. Guck, es kommt. Guck, was da für coole Sachen kommen. Du hast mich beeinflusst. Das war ursprünglich mein Such. Ja, ich hoffe ja Wolle. Ja, cooler als das, was da gerade kam. Ja, das stimmt. Siehst aber du? Das Ding, das werden wir gar nicht los hier. Das ist überall. Das ist immer da. Ja gut, nee, dann würde ich kannst sagen... Kannst du eine schöne Hose hier bestellen? Die hier möchtest in du haben? In 5XL bitte? Nein, ich werde das hier bestellen. Ja, vielleicht kannst du damit irgendwas basteln. 2,70. Komm jetzt! Ja, dann mache ich Size 6. Ach, super, ja, hau rein. Ja, da kann den Kragen mal wieder nicht zu voll kriegen. Okay. Also eigentlich ist das Spiel vorbei. Ich aber will noch mal extra Runde. Extra Runde. Hase. Nee, du musst jetzt eine Nase kaufen. Ach Mann, kein Mensch hat gesagt, dass ich das erste Wort, was ich laut ausspreche, da eingeben muss. Nee, eben hatte ich noch einen Countdown. Was ist das? Das? Nasenöl. Och, ich will sowas nicht. Was ist das denn? Ja, komm. Weil wenn du Schnick, Schnack, Schnuck gewinnst, darfst du eine Vase aussuchen. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Mann, ich wusste, dass du wieder Stein nimmst, weil du auf meine Dummheit gehofft hast, dass ich wieder Schere ja. nehme. Wir verstehen uns. Vase. Ah. Oh, richtig schöne Vasen, Leute. 20% Akku. Läuft aber noch. Und ich nehme natürlich... Die 3005, okay. So, habe ich. Fertig? Also, eigentlich waren wir fertig, aber Schnick, Schnack, Schnuck, ob du noch eins darfst. Ja, so lange, bis ich verliere. Mhm. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Schnick, Schnack, Schnuck. Feuer. Ja, damit bist du sowas von Okay, jetzt mal richtig. Schnick, Schnack, Schnuck, Regen. Brunnen. Ja, in den Brunnen. Ja, ich hab gewonnen. Ja, wieso? Du bist in meinem Brunnen. Durchfall. Das war das Wort, worauf sich nichts gereimt hat. Fall, Durchknall. Klar, Durchknall auf Durchfall. Ja, ja dann mach besser ist gar nichts. Durchknall. Da kommt nichts. Aber mach auseinander, dann haben die bestimmt wieder eine schöne Hose im Angebot. Nee, da kommt nichts. Durchknall. Okay.
Wir probieren es mal aus. Denkt hier jemand, wollte schon mal einen Lurchknall kaufen? Da kommt jetzt nicht ernsthaft was. Ich möchte es nicht haben. Es ist okay, wir beenden das Spiel bei 8 Produkten. Ich möchte dieses T-Shirt nicht. Dieses Lurchknall. Nein. Aber sowas. Ich will dieses hässliche Lurch-T-Shirt nicht. Ja, du konntest den Kragen nicht zu voll kriegen. So, jetzt geh auf 9 Produkte. Zeig mal, wie teuer haben wir jetzt hier? 84 Euro. Guck mal, die Produkte kosten 47 Euro und der Versand kostet 37 Euro. Leute, gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr die Bibi in einem Lurch-Shirt sehen wollt. Ich finde, wenn das ankommt, musst du als Bestrafung, weil du mein gerade... Mein nächstes Video so drehen, oder was? Hätte ich jetzt nicht gesagt, finde ich aber eine gute Idee. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Es hat mir mega Spaß gemacht. Wirklich, ihr könnt davon jetzt noch 10 Runden spielen. Wenn ihr wollt, dass wir davon nochmal einen Teil drehen, entweder nochmal hier auf dem Kanal oder vielleicht auch mal, dass der Julian das auch mal machen darf, dann unbedingt Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich verlinke euch Julians neues Video ganz oben in der Infobox. Das werden wir jetzt auch drehen. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss.